Hallo, wer bist denn du? Hallo, liebe Katrin, ich bin Boris Kusnetzow. Ich bin Pianist und ich bin Klavierlehrer und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, bin ich im weitesten Sinne Kulturmanager. Ja, wir kennen uns schon so lange, Boris. Ich habe also eine Aufnahme von dir, die ist total unvergessen. Das waren die Brahms, was war es? Intermezzi und so weiter, Opus. Ja, genau, also es gab eine Phase, da habe ich relativ viel Brahms gespielt. So vor 10 Jahren. Und da waren Intermezzi, Opus 117, die hab ich häufiger gemacht. Und dann war ich auch noch mit dem ersten Klavierkonzert bei dir, mit der Katharina Treuter. War auch sehr schön. Da hatten wir noch zwei Möglichkeiten zu spielen. Genau, those were the Genau, days. Ich hab das dann eingetauscht für einen besseren Flügel. Jetzt ist nur noch ein Ich habe Instrument die hier. Aufnahme lustigerweise vor kurzem gefunden und mich totgelacht. Das war irgendwie schön. Ja, habt ihr Spaß gehabt? Das Publikum war total begeistert, das weiß ich noch. Aber habt ihr auch Spaß gehabt beim Spielen? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Ja, das ist eine lange Zeit her. Und jetzt machst du nicht mehr so gern Brahms? Doch, doch, immer wieder. Aber ich habe mich jetzt, also ich hatte damals so eine Phase, wo ich mich ganz intensiv mit Brahms beschäftigt habe, viel gespielt habe und jetzt immer wieder gerne, aber nicht ausschließlich. Okay, gibt es jetzt Favoriten? Favoriten? Naja, das kann ich nicht genau sagen. Ich lerne jetzt wieder neue Stücke. Ich lerne zum Beispiel die dritte Violinsonate von Schumann für Violine und Klavier und die dritte Violinsonate von Enesco. Das sind so Stücke, die ich gerade toll finde, weil sie aber aktuell sind. Okay. Also was ich da so als Änderung auch sehe, ist eine, ja, so, ich meine, du spielst nicht mehr so viel allein, du spielst mehr zu zweit oder auch zu dritt. Genau, ja, das hat sich tatsächlich so auch in der Zeit, als wir zu tun hatten, das war ja vor 10 Jahren, so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Da habe ich mehr oder weniger über Zufälle Freunde, Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann zusammen gespielt habe. Das waren Sänger, es waren dann auch Streicher, also vor allem Geiger und Cellisten. Und dann habe ich so dieses Repertoire ein bisschen für mich entdeckt und bin dann irgendwie hängen geblieben und mache das seither wahnsinnig gerne. Und das ist jetzt so zu meinem Kernrepertoire, ja, hat sich zu meinem Kernrepertoire entwickelt. Okay. Kann man denn sagen, was der Unterschied ist für dich oder warum gefällt dir das eine besser als das andere? Warum hat sich's dahin entwickelt? Warum bist du nicht Solist geblieben? Das habe ich mich selbst auch häufig gefragt. Und ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche Dinge, aus denen Musiker so einen Genuss schöpfen für sich. Also die einen sehen sich einfach gerne im Rampenlicht und das ist auch was total Schönes, ja. Und die anderen machen das für ein bestimmtes Repertoire, die dritten für noch was anderes. Und für mich ist einfach dieser lebendige Austausch mit Kollegen auf der Bühne, ist für mich das Allerschönste. So, dieses Feintuning, diese Gratwanderung zwischen Dingen, die man abgesprochen hat, zwischen Dingen, die live auf der Bühne ganz anders passieren, und diese Empathie, die dafür notwendig ist, das ist einfach für mich das Schönste. Und dazu kommt dann natürlich das gemeinsame Reisen und das gemeinsame Proben, das gemeinsame Arbeiten. Das habe ich natürlich als Solist in gewisser Weise auch, aber in der Kammermusik ist das einfach noch ein viel, viel wichtigerer Teil. Und ich habe mir das auch nicht vorgenommen, habe gesagt, also ich möchte da jetzt unbedingt hingehen. Das hat sich ganz natürlich über die Jahre in diese Richtung entwickelt, weil ich einfach das gemacht habe, was mir irgendwie Spaß macht und am meisten liegt. So, hast du viele Faktoren aufgezählt, die ich auch alle so nachvollziehen kann. Was mich jetzt am meisten angesprochen hat als Unterschied, ist, dass du doch
ich sag mal, in der Solo-Rolle ist man eigentlich ausschließlich in dieser Geberrolle, ja, während man eben, wenn man es gemeinsam spielt, dieses Hinhören, die Empathie, dieses zu gucken, wo ist der andere eigentlich gerade, das stelle ich mir Genau. als den größten Unterschied vor. Naja, klar, also ich meine, das Repertoire, was ich besonders gerne spiele, nehmen wir Violinsonaten von Beethoven. Der hat 10 Violinsonaten geschrieben für Violine und Klavier, oder für Klavier und Violine, muss man sagen. Und das sind zwei Instrumente, die absolut gleichwertig sind. Und das ist zum einen, es beginnt ja mit der Auseinandersetzung mit dem Notentext und man kann gar nicht sagen, wer ist jetzt wichtiger. An der einen Stelle ist die linke Hand wichtiger, an der anderen Stelle ist die Violinstimme wichtiger. Und also jeder hat da ganz unterschiedliche Rollen. Und das muss man erstmal verstehen. Also das ist die Auseinandersetzung mit der Musik. Und daraus entwickelt sich auch eben dieses Ping-Pong-Spiel auf der Bühne. Also in manchen Situationen ist man derjenige, der reagiert. Wiederum in anderen Situationen muss man ganz viel von sich aus machen und den anderen ziehen. Und das passiert manchmal auf ganz engem Raum. Und das macht halt Spaß. Also nur folgen und nur in der Passivität verharren funktioniert auch nicht, weil das ist dann langweilig. Da hat auch der Mitspieler dann, Gegenspieler wollte ich gerade schon sagen, der Mitspieler einfach kein Spaß. Aber eben dieses Hin und Her, und das kann man bis zu einem gewissen Grade planen, und bis zu einem gewissen Grade ist es auch einfach Spontanität. Genau. Ja, ich versuche gerade daraus einen Titel für unser Gespräch abzuleiten, weil ich das für einen ganz Gott. wichtigen Punkt halte. Im Moment bin ich bei Ping-Pong auf der Bühne geplant und spontan. Ja, aber es ist ja schon ein Hauptthema jetzt für dich. Du bist, das kann man jetzt, brauchen wir jetzt nicht mehr offiziell verkünden, man weiß, jeder weiß es, inzwischen ja Professor geworden. Und zwar Genau. Professor für was in wo? Genau, ich habe jetzt eine Professur bekommen für Klavierkammermusik an der Musikhochschule in Leipzig. Und genau, bin da seit Oktober 2020 tätig. Und also Klavierkammermusik heißt jegliche Kammermusik, bei der ein Klavier beteiligt ist. Also ich bin nicht für Streichquartette verantwortlich, aber für Duos, Klaviertrios, Quartette, auch mitunter zwei Klaviere, vierhändig, also alles, wo 88 Tasten mit dabei sind. Nun gehe ich mal davon aus, dass also eine ganze Menge Menschen hier zuschauen werden und unserer Unterhaltung folgen und eine ganz große Frage haben an dich. Wie wird man Professor? Naja, also ich glaube, dass natürlich von außen gesehen ist das eben dieser eine Moment, wo man Professor wird, aber für mich war das ja ein sehr, sehr langer Weg. Und also ein Weg, der sich vielleicht jetzt so über die letzten 5, 6 Jahre, 5, 6, 7 Jahre hingezogen hat. Also ich habe so mit Ende 20 begonnen, mich auf größere Stellen zu bewerben. Damals hatte ich schon einen Lehrauftrag in Hannover. Wurde dann später Assistent von meinem ehemaligen Professor Bernd Goetzke, der ja auch bei Weltklassik kein Unbekannter ist, wie ich Unser weiß. Schirmherr. Genau, Ja. genau. Und habe dann also langsam angefangen, mich auf größere Stellen zu bewerben, auch in der Gewissheit, dass das eben nicht von heute auf morgen funktioniert. Und dann wirst du manchmal eingeladen, manchmal wirst du nicht eingeladen. Dieser Einladungsprozess ist auch so die erste große Hürde, weil man natürlich mit seinem Lebenslauf, und ich meine jetzt gar nicht den Lebenslauf auf dem Papier, aber einfach mit dem, was man in seinem Leben gemacht hat, überzeugen muss und aus Sicht der Kommission eben auf die Stelle passen muss. Und dann hatte ich dann einige Male das Glück, auch eingeladen zu werden, und man muss dann vorspielen, man muss unterrichten. Und das ist insofern spannend, als man in dieser Situation einfach unendlich viele Unbekannte hat. Also man möchte sich natürlich bestmöglich vorbereiten auf diesen Moment. Auf das Spielen kann man sich
besonders gut vorbereitet und das machen wir Pianisten ja auch unser Sowieso. Leben lang. Das ist nichts Neues. Natürlich vor einer Professorenkommission zu spielen, ist dann nochmal aufregender, weil man sich zumindest einbildet, dass alle da sehr böswillig zuhören, wobei das natürlich gar nicht stimmt. Aber eben diese Unterrichtssituation und die Gesprächssituation danach ist etwas, was man nur bedingt planen kann, weil das Repertoire unbekannt ist, das man unterrichtet, die Studenten, also ich weiß nicht, welche Stücke drankommen, ich weiß auch nicht, ob ich die Stücke kenne, die drankommen. Ich hatte einige Male auch den Fall, dass ich vielleicht vom Titel her das Stück kannte, aber noch eigentlich nie die Noten reingeschaut habe. Das heißt, du musst in kürzester Zeit dann das Stück verstehen und dann 2 Minuten später den Studierenden dazu etwas sagen. Auch die Studierenden kennst du nicht. Das ist, wie reagieren die? Gibt es ein Sprachproblem? Gibt es ein Verständnisproblem? Also da muss man sehr viel in der Situation entscheiden und viele Entscheidungen treffen. Und da spielt natürlich Erfahrung eine ganz große Rolle. Und ich weiß noch, ich hatte meine erste Bewerbung in Würzburg und war natürlich tierisch aufgeregt. Da war ich, glaube ich, gerade 30 geworden und war im Prinzip auch hinterher ziemlich zufrieden. Im Nachhinein betrachtet verstehe ich auch gut, warum ich damals diese Stelle nicht bekommen habe, weil ich da noch nicht so ganz sortiert war oder nicht so dieses Konzept im Kopf hatte, was ich vielleicht jetzt 5 Jahre später entwickelt habe für mich und was mir jetzt auch in Leipzig natürlich ja, zu diesem Erfolg verholfen hat. Okay, also was ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass man eben nicht, weiß ich nicht, man geht nicht raus und sagt, ich baue jetzt ein Haus und dann nimmt man Hammer mit und man baut ein Haus, sondern man hat dann vielleicht sich Material besorgt und man hat irgendwie was studiert oder gelernt, ja, und so weiter. Das hast du, finde ich, sehr schön ausgeführt. Das kann man auch sehr nachvollziehen, deinen ganzen Prozess über die Jahre und die Reife und Erfahrung, die du dir so angeeignet hast. Was ich noch nicht so nachvollziehen kann, ist, ich meine, Everybody Loves You, das ist auch so, du hast auch einen hohen Sympathiewert, aber wie du selber sagst, es klappt ja nicht immer. Was ist es jetzt gewesen? Also, wo sagst du, das hat dich vielleicht am meisten überzeugt von meiner Vorbereitung, von meinem Auftritt, von meiner Ausstrahlung? Was hat den, ja, what made the difference? Naja, also ich glaube, es sind viele, viele Punkte. Zum einen habe ich natürlich die vorherigen Lehrproben mit einem gewissen Abstand für mich analysiert und habe versucht zu verstehen, was ich einfach in dieser Situation, das ist eine ganz besondere Situation, wie bei den Orchestermusikern das Probespiel. Das Probespiel hat mit dem Leben im Orchester gar nichts zu tun. Ja, da kommt es auf ganz andere Dinge an und das ist, glaube ich, bei der Lehrprobe ähnlich. Und ich bin einfach immer so ein Typ gewesen, so wurde ich auch von Professor Goetzke erzogen, dass man einfach wirklich immer zu dem Kern des Problems versucht vorzudringen und tatsächlich eine tatsächliche Veränderung herbeiführt. Das ist natürlich in einer Situation, in der du 20 Minuten hast oder eine halbe Stunde mit 9 Leuten, die du nicht kennst, unmöglich oder nahezu unmöglich. Und deshalb musste ich quasi von diesem Gedanken so ein bisschen weggehen und habe versucht, mich, also unterschiedliche Aspekte dessen, was ich in der Lage bin, weiterzugeben, unterzubringen. Und da kommt es eben darauf an, dass du natürlich auch zeigst, ich kann ins Detail gehen, ich höre das, aber ich sehe auch das und dies und jenes und zumindest das zu benennen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also das ist einfach so ein konzeptionelles Ding, was ich für mich einfach entwickelt habe. Das kann aber bei jedem anderen ganz, ganz anders aussehen. Aber es das heißt zumindest, dass du dir auch Mühe gegeben hast, den Facettenreichtum sozusagen zu bedienen. Du sagst, also ich zeige hier das, 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 das und
Das sind auch Genau, und ich verschiedene glaube, in der Punkte. Situation kommt es auch darauf an, dass man wirklich und dass die Kommission auch tatsächlich eine Änderung sieht und hört. Denn natürlich kann man viel gute Sachen erzählen, aber es kommt darauf an, dass die Studierenden das verstehen und dass die es umsetzen. Umsetzen, genau. Und das sind einfach noch mal ganz andere Dinge. Und da kommt es auch ein bisschen drauf an, das ist das, was ich vorhin sagte, dass eben man auch ein bisschen Glück hat mit den Leuten und dass die Chemie einfach auf der Bühne stimmt. Das ist eine, und das ist etwas, was ich natürlich jetzt über die Jahre für mich entwickelt habe, bewusst oder unbewusst. Das andere ist einfach, dass ich glaube, dass diese Stelle dort in Leipzig auch sehr zu meinem persönlichen Profil gepasst hat oder immer noch passt, weil man natürlich bei diesen Stellen nie genau weiß, wen suchen die Hochschulen, was ist quasi, eine Hochschule hat viele Professoren und jeder hat so seinen Schwerpunkt und es ist häufig so, dass dann ein bestimmtes Puzzlestück fehlt oder dass die Hochschule einen bestimmten Schwerpunkt setzen möchte. Und ja, da muss man einfach reinpassen mit dem, was man tut. Hattest du denn da eine Vorstellung, was das im Fall von Leipzig sein könnte, dieser spezielle Schwerpunkt? Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also das wird in der Ausschreibung nur bedingt vermittelt. Ja, im Nachhinein war es für mich dann klar, dass ich dann mit dem, was ich einfach in meinem Leben gemacht habe bislang, da ganz gut reingepasst habe. Nun Und hast du ja als ja noch weitere Schwerpunkte. Also du bist auftretender, musizierender Künstler, inzwischen eben nicht mehr Solo, sondern Kammermusik. Ich hoffe ja, dass du im Rahmen deiner Karriere noch einen neuen Begriff für dieses verstaubte Wort Kammermusik vielleicht erfinden könntest, weil es so traurig ist, ja, dass das Produkt so viel schöner und so viel sexier als dieser Begriff, ja. Und jetzt hast du ja noch andere Produkte und Projekte, in denen du tätig bist. Da gibt es zum Beispiel eine Akademie, von der ich gehört habe, in Bückeburg, ist das Genau, also richtig? Ja. ich mache seit 7 oder 8 Jahren inzwischen, bin ich Projektmanager einer Akademie in Schloss Bückeburg. Die nennt sich IMAS, das ist die Internationale Musikakademie für Solisten. Und da sind Meisterkurse, die jährlich stattfinden. Und da bin ich auch über meinen ehemaligen Lehrer Professor Götzke reingekommen, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet oder was meine Tätigkeit dort sein wird. Und ja, habe da also diverse Aufgaben übernommen und macht mir einfach Spaß. Also das ist die künstlerische Organisation, das ist die Organisation so im Background, das ist die Suche der Dozenten, das ist die Organisation von Gastfamiliensponsoren, das Kümmern um die Teilnehmer, also das ist so ein Rundum-Paket. Das habe ich einfach die letzten 7 Jahre wahnsinnig gerne gemacht, weil wir sind auch ein ganz außergewöhnlich motiviertes Team. Ja, und das ist inzwischen zu mehr gewachsen als zu einem Hobby, sage ich mal. Das klingt ja so, als würde man es auch ganz gerne ein bisschen ausbauen. Ja, also da gibt es diverse Pläne, und ich bin ja, es war schon immer mein Traum, was Eigenes auf die Beine zu stellen, gerade auch in dem Bereich Kammermusik, weil dieser Kurs in Bückeburg orientiert sich mehr an die Solisten, wie es im Titel schon ja, vermerkt ist. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik, im wahrsten Okay, Sinne des Wortes. sehr schön. Das heißt, dann werden wir auch in der Zukunft von dir hören. Wunderbar, Ja. lieber Boris. Du wolltest eventuell uns noch ein kleines Musikstück zur Verfügung stellen, was wir jetzt hier hinten dran hängen. Hast du da Ja, schon also was gefunden? das werden wir gleich dranhängen. Ich möchte von einer CD, die ich glaube 2015 entstanden ist mit einer Geigerin aus Berlin, Jol Kang heißt sie, ein schönes, kurzes Stück von Grieg anhängen.
Und das ist ein Lied, was wir bearbeitet haben für Violine und Klavier. Sehr schön. Das hängen wir dann gleich hinten dran. Vielen Dank. Ich darf mich schon mal jetzt ganz herzlich bedanken. Wünsche dir natürlich tierisch viel Erfolg in Leipzig. Brauche ich gar nicht, wirst du haben. Und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal wiedersehen. Unbedingt. Okay. Dann möchte ich mich auch im Anschluss hier bedanken bei den vielen, vielen Produzenten, die diese Reihe von Weltklassik-YouTube-Videos, Interviews unterstützen. Wie man Unterstützer und Produzent wird, das steht dann nachher im Nachspann, kann man genau nachlesen. Alles das, was darüber hier eingenommen wird, geht direkt zugunsten der Künstler, die es im Moment vielleicht auch ein bisschen schwerer haben als sonst. Also, vielen Dank, alles Gute und bis bald.